テテゴとハハゴどこで待つ。テテゴとハハゴとゴトゴトと一刻ばしで待てばよい。テテゴとハハゴとゴトゴトと一刻ばしで待てばよい。母子がいなけりゃどこで待つ。テテゴだけならどこで待つ。ごとごと回る歯車待たずに乗って行けばよい。Kind zu verleihen, Schwertdienste zu verleihen. Diese Zeichnung hier, die will mich irgendwo hinführen, ich weiß es. Nach Yumoto. Kind zu verleihen? Schwertdienste zu verleihen? Was soll das heißen? So ein niedlicher Junge. Wie will er denn mit dem Kind seine Schwertdienste verleihen? Fuibo-Schwertechnik, Donnerwetter. Etoogamina, sowas. Das muss der ehemalige Henker der Regierung sein. Der Henker der Regierung, der nur zum Köpfen von Fürsten da ist. Ein Meister in seinem Fach. Willkommen, treten Sie ein in das berühmte Freudenhaus Tomoea. Auch ein heißes Bad wird für Sie bereitet. Sehen Sie nur, sehen Sie sich das an. Hey, die hübschesten Begleiterinnen warten auf Sie. Hallo, kommen Sie rein, mein Herr. Worauf warten Sie? Bei uns finden Sie Freude und Entspannung. Kommen Sie herein. Auch ein heißes Bad wird für Sie bereitet. Du da, wer hat das da hinten drangehängt? Was? Wie kommt denn das an meinen Rücken? Du hast also nichts gemerkt? Nein, ich habe nichts gemerkt. Ich sehe vielleicht aus wie eine Kuh, aber das ist doch ein schlechter Scherz, dieses Bild von einem Ochsenmonster, also. Ich komme herein. Etwa zusammen mit dem Kind? Hey, ein Gast ist da. Wollen Sie lieber eine schlanke, zierliche Schönheit oder bevorzugen Sie eine üppige Dame mit straffer Haut? Und was machen Sie mit dem Kind in der Zeit, wenn ich fragen darf? Herrje, was für ein seltsamer Gast. Was soll ich bloß mit dem anfangen? Dies ist ein Doppelkreis. Nach der Überlieferung des chinesischen Strategen Sun Shi kennzeichnet der Doppelkreis das Stabsquartier. Dieses Zeichen hier deutet darauf hin, dass ein Auftraggeber für Ito Ogami, den Wolf mit dem Kind, einen Treffpunkt bestimmt hat. Nicht dort hinein! Nicht dort hinein! In diesen Raum dürfen Sie nicht! Hey du, hier hält sich unser Boss auf! In diesem Raum ist eine geschlossene Gesellschaft! Hey, hörst du nicht?
Mein Schätzchen, du kommst mir in der letzten Zeit besonders anziehend vor. Ich möchte deine Süße... Wer bist du? Das wirst du bereuen! Ach, Joske. Ja? Du führst diesen Herrn in mein Zimmer, ja? Das geht doch nicht, Fräulein Usuginu. Schon gut, du führst ihn dorthin. Bitte. Also gut, ich höre. Hier habe ich 500 Rio. Es hat Jahre gedauert, bis ich das Geld zusammen hatte. So wie Sie das kleine Schwert tragen, stammen Sie bestimmt aus einer Samurai-Familie. Das haben Sie sehr scharf beobachtet. Genau das sagen alle Leute über Sie, Ito Ogami, den Henker im Auftrag der Regierung. Ich hatte erfahren, dass man Ihnen einen Auftrag zukommen lassen kann, durch ein Bild des Schutzgottes Rokudo Gofu, dem Ochsenkopf. Zusammen mit dem Doppelkreis, ein Geschenk des Himmels. Und was wünschen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie jemanden für mich töten. Den Schlossvogt des Landes Mibu, Kemotsu Sugito, und seine beiden Untergebenen. Sind Sie eine Angehörige des Mibu-Clans? Mein Vater war Stallmeister mit 150 Scheffeln Jahreslohn. Und mein Mann war... Nein, der Mann, der mein Ehemann werden sollte, war ein Page mit 200 Scheffeln Jahreslohn. Was heißt, der Ihr Mann werden sollte? Genau vor 2 Jahren. Am Abend der Hochzeit. Wartet! Diese Hochzeit ist nicht zugelassen. Kemotsu Sugito war damals Landesinspektor. Er hatte 8 hervorragende Kämpfer um sich versammelt, die alle ausgezeichnet mit dem Schwert umzugehen wussten, weil er die ganze Macht im Lande Mibu an sich reißen wollte. Die Absicht bei dieser Heirat ist offenkundig. Diese beiden Familien haben bisher die Reformpolitik vorangetrieben. Sie wollen ihre Kräfte durch diese Heirat bündeln, weil sie vorhaben, gegen mich zu arbeiten. Das ist doch Unsinn. Auch ihr als Landesinspektor, ihr habt nicht das Recht, unsere Heirat zu verbieten. Jeder Widerstand muss schon in den Anfängen gnadenlos erstickt werden. Tötet ihn! Kashioma Katagirian, den müssen wir zuerst erledigen. Braut und Bräutigam und alle Familienangehörigen! Überlassen Sie das hier ruhig mir! Fliehen Sie! Retten Sie sich! Wir flohen, um unser Leben zu retten. Aber wir wurden von Junai, dem berittenen Pistolenschützen, und Geki, dem Stockkämpfer, verfolgt. Shichindo, bevor du ins Jenseits übergehst, sieh genau hin, wie deine Braut Ohama entjungfert wird. Die Eltern meines Ehegatten und meine eigenen Eltern wurden sofort getötet. Und vor den Augen meines sterbenden Mannes wurde ich vergewaltigt. Welche Braut außer mir musste solch ein grausames Schicksal erleiden? Gibt es irgendeinen Grund dafür, dass Kemotsu Sugito sie so sehr hasst? Er hat einmal um meine Hand angehalten, aber ich habe ihn abgewiesen. Rache für verschmähte Liebe und die Beseitigung von politischen Gegnern. Da hat er auf einen Schlag beide Ziele erreicht.
Kemmozu ist aalglatt wie eine Schlange und hartnäckig. Mit dieser Hartnäckigkeit hat er alle seine Gegner einen nach dem anderen erledigt und wurde am Ende Schlossvogt des Landes Mibu. Und wer sind die beiden Untergebenen, die ich für sie töten soll? Junai, der berittene Pistolenschütze, und Geki, der Stockkämpfer. Sie sind einverstanden. Also nehmen Sie den Auftrag an. Um Ihren kleinen Sohn kann ich mich so lange kümmern. Wollen Sie ihn etwa mitnehmen? Im Lande Mibu hatte sich der Widerstand der Bewohner gegen die Machtausübung des Schlossvogtes Kemmozu Sugito von Tag zu Tag verschärft. Besonders an den Landesgrenzen wurden alle Reisenden streng kontrolliert, womit Fluchtversuche der Einwohner und Einschleusungsversuche von Auftragskillern verhindert werden sollten. Sieh es dir genau an. An dem Ball ist kein Kratzer. Hopp! Sie wollen durchbrechen. So eine Unverschämtheit. Hier! Auf der anderen Seite ist das Land des Shogun. Als Mibu-Clan-Mitglieder dürft ihr dort nicht hin. Ich als herrenloser Samurai kann es tun. Hey! Weg da! Los, weg da! Du, ich hab dich durchschaut. Du hast das Kind dazu benutzt, mich zur Fall zu bringen. Wird dem Pferd seine Schnelligkeit genommen, wird auch die Kraft des Schusses gemindert. Was hättest du getan, wenn mein Pferd das Kind niedergetrampelt hätte? Du bist nicht der Mann, der einem Kind sowas antut. Diese List mit dem Ball. Mit dieser List hast du mich abgelenkt. Du hast mich besiegt. Du hast mich besiegt. Los, greift ihn an! Eine Meldung! Der berittene Pistolenschütze Herr Junai Matsuki wurde getötet! Überbringt diese Nachricht im Schlossvogt Herrn Kemmozu Sugito! Es stimmt also, dass der berittene Pistolenschütze getötet worden ist? Auch ich konnte es nicht glauben, bevor ich seinen Leichnam mit eigenen Augen sehen musste. Er ist ein unerschrockener Kämpfer gewesen. Mit seinem Pferd und seinen Pistolen. Mutiger hat sich niemand für sein Land eingesetzt. Wer hat ihn getötet? Gibt es darüber schon Erkenntnisse? Es soll ein herrenloser Samurai begleitet von einem kleinen Kind sein.
Wahrscheinlich dieser Auftragskiller, den man der Wolf mit dem Kind nennt. Der Wolf mit dem Kind? Der ehemalige Henker im Auftrag der Regierung, Ito Ogami. Das ist sein jetziges Leben. Ach was, das ist doch Unsinn. Ito Ogami ist ein geachteter Mann. Ein hochrangiger Samurai, der das Zeichen der Tokugawa tragen durfte. Er kann niemals ein Auftragskiller sein. Nun, es gibt Gerüchte, dass er nach einem Streit mit dem Yagyu-Clan seine Stellung verloren hat. Kurz danach hat er sich dafür entschieden, die Regierung zu bekämpfen. Wenn diese Gerüchte wahr sein sollten, hat ein furchtbarer Feind ein Auge auf uns geworfen. War das Objekt des Auftragskillers nur Junai, oder könnte es sein, dass ich auch davon betroffen bin? Ich habe die große Befürchtung, ihr seid's, Herr Schlossvogt. Und auch ich, der Stockkämpfer Geki, soll sein nächstes Opfer werden. Ihr dürft eine Weile das Schlossgelände nicht verlassen. Wir, die 8 tapferen Kämpfer der Mibu, werden euch auf jeden Fall beschützen. Nun ja, ob das wirklich möglich ist? Ihr meint, wir können ihn nicht schützen? Wenn der Feind Ito Ogami sein sollte, ist der Fürst selbst innerhalb des Schlosses nicht mehr sicher. Es wäre wohl besser, wenn wir von uns aus angreifen. Ihn von uns aus angreifen? Wer soll das übernehmen? Ich übernehme es. Dieser Kämpfer, der Junai den berittenen Pistolenschützen getötet hat, ist für mich ein würdiger Gegner. Ein gewisser Mann, genannt der Wolf mit dem Kind, soll der angeblich nach dem Leben trachten. Hm. Er ist ein starker Feind, mit den anderen Auftragskillern nicht zu vergleichen. Ich möchte mal wissen, wer sein Auftraggeber ist. Hast du eine Vermutung? Nein. Ich habe so viele Feinde, die es auf mein Leben abgesehen haben. Aber um so einen Auftrag zu erteilen, da braucht man bestimmt sehr viel Geld, meinst du nicht? Ganz billig wird es sicher nicht sein. Besonders wenn Ito Ogami den Fall übernehmen soll. Ob die letzten Oppositionspolitiker, die in Mibu noch existieren, so viel aufbringen können? Nein, das kann ich mir kaum vorstellen. Osaki, hast du einen Verdacht, wer es sein könnte? Ja, in der Tat. Ein Mensch, der sich mit seinem eigenen Körper Geld verschaffen kann. Was soll das heißen? Wenn eine Frau sich selbst verkauft. Eine Frau? Sprichst du etwa von Ohama? Ja. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher. Das glaube ich nicht. Sie ist nicht dazu fähig, ihren Körper zu verkaufen. Oh, doch. Ich erinnere mich noch ganz genau. An diesen Tag vor 2 Jahren, nichts habe ich vergessen. Wegen des Knebels konntest du dir nicht die Zunge abbeißen. Dies ist eine besondere Gnade. Von Frau zu Frau sozusagen. Aber ich habe dir den Knebel abgenommen. Was ist? Warum beißt du dir nicht die Zunge ab? Ich werde mich nicht umbringen. Erst will ich Kemo Tsugito tot sehen, der unsere Eltern, meinen Mann und dessen Freunde ermordet hat. Du bist eine starrsinnige, widerliche Hexe. Du hast das Herz von Kemo zu gestohlen. Wenn du dich nicht selbst tötest, dann werde ich dich umbringen. Das ist eine gerechte Strafe. Na, warte! Ha ha ha!
Es war ein großer Fehler von dir, dass du diese Frau im Leben gelassen hast. Hättest du sie nicht umbringen können, zusammen mit ihrer Familie? Das verstehst du nicht. Ich bekomme immer alles, was ich haben will. Karriere, Macht und Geld. Und irgendwann sogar die Herzen. Glaubst du, dass du Ohamas Herz jemals gewinnen kannst? Eine Frau, die gesagt hat, sie werde sich nicht töten, ehe sie gesehen hat, dass du tot bist. Sie ist es, die dem Wolf mit dem Kind diesen Auftrag gegeben hat. Wenn Ohama die Auftraggeberin ist, dann muss sie sich hier in der Nähe versteckt halten. Ich werde sie einsperren lassen und sie bewegen, dass sie mir endlich ihr Herz schenkt. Herr Schloss Vogt, wir wissen nun etwas über den Aufenthaltsort von Hiyoma Katagiri. Wo befindet er sich? In den Bergen von Niko, in der Nähe von Yumoto. In Yumoto, habt ihr gesagt? In einer Raststation, in der sich Prostituierte aufhalten. Dort wird Ohama sein. Wenn sich Ohama dort befindet, ist auch der Wolf mit dem Kind nicht weit. Schickt sofort nach Geki. Ja. Dort ist allerdings Regierungsland des Shogun. Deshalb darf der Name unseres Clans nicht genannt werden. Lasst Geki und seine Leute alles erledigen. Jawohl, mein Fürst. Ich treffe umgehend alle Vorbereitungen. Wenn sie Ohama dort finden, soll man sie herbringen, ohne sie zu töten. Geht. Jawohl. Ohama, Junai, der berittene Pistolenschütze, ist getötet worden. Ihr habt dem Wolf mit dem Kind den Auftrag dazu gegeben? Um mir das zu sagen, seid ihr extra hergekommen? Wenn wir Kenmotsu Sugito töten, wird die Regierung unseren Clan bestrafen und entmachten. Damit hätten wir unser Hauptziel verfehlt. Ich selbst habe schon sehr lange meinen rechten Weg verfehlt. Und ihr wollt Herrn Ito Ogami, den ehemaligen Henker im Auftrag der Regierung, darüber befragen? Könnte ich ihn wohl treffen? Mir scheint, wenn ihr ihn fragt, wird er euch dazu keine Antwort geben können. Denn zwischen ihm und der Regierung gibt es große Gegensätze. Er hat ein schweres Schicksal erlitten. Und ich denke, deswegen hat er ein Herz für andere, die unglücklich sind. Er kennt die Tragödie, die ich erleben musste. Und er weiß, dass ich Geld habe. Es gibt nur private Gründe für diesen Auftrag. Ich schätze, deswegen hat er ihn auch angenommen. Das heißt, er lehnt meine Bitte ab? Entschuldigt mich. Ich werde von einem Kunden erwartet. Ohama! Ohama! Du verdammter Kerl! Der ist tot. Habt ihr es gesehen? Dieser Samurai ist plötzlich auf ihn losgegangen. Ich übernachte in der Herberge der Pferdestation. Mein Name ist Jinai Nakayama. Ich stehe jederzeit zum Verhör zur Verfügung. Diese Waffe hat dem tapferen Junai gehört. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Halt, halt! Bleib stehen! Warte! Sag mir, wo dein Vater ist, aber schnell. Wenn du nicht redest, kannst du was erleben. Du bist doch... Du bist Ito Ogami. Oh.
Jetzt weiß ich es. Du hast das Kind dazu benutzt, um mich von den anderen zu trennen. Das Blut, das Vater und Sohn verbindet, dient dem Ziel des Kampfes, wenn es sein muss. Dann nimmst du hin, dass ich das Kind töte? Nur einen Augenblick vorher werde ich dich töten. Meine Stocktechnik der Hosan-Schule benötigt einen einzigen Schlag, um zu töten. Ich werde den Kopf von Ito Ogami spalten, ohne das Kind zu opfern. Mach dich bereit! So ein zauberhafter kleiner Junge. Warum haben Sie ihn so in Gefahr gebracht? Wie kann ein Vater seinem Kind sowas antun? Gerade weil wir Vater und Sohn sind, können wir es wagen. Wenden Sie diese Methode vielleicht auch bei der Tötung von Kemo zu Sugito an? Wenn es angemessen erscheint. Die Tötung des Schlossvogtes wird viel gefährlicher als die seiner Untergebenen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Wollen Sie ihn wirklich mitnehmen? Ich werde auch der Wolf mit dem Kind genannt. Wir sind bereit, unser Leben zu opfern. Das dürfen Sie nicht tun. Sie dürfen sich nicht von einem kleinen Kind in den Tod begleiten lassen. Eins sollten Sie dabei nicht vergessen. Sie haben uns den Auftrag erteilt. Wir machen es nur für Sie. Ich flehe Sie an. Lassen Sie Ihren Sohn bei mir. Ich sorge für ihn. Ich habe immer und überall meinen Sohn nicht von meiner Seite gelassen. Und so werde ich es auch diesmal halten. Das ertrage ich nicht. Ich bitte Sie, erlauben Sie, dass ich Ihr Kind hier behalte. So, lauf. Aber schön vorsichtig. Warte, hier. An Sie, wenn Ihr kleiner Sohn in tödliche Gefahr gerät, ziehe ich meinen Auftrag zurück.
mein Kleiner. Ich werde dich immer beschützen. Du sollst gesund groß werden. Ich dachte, wenn ich die Auftraggeberin töte, wird der Wolf mit dem Kind seinen Auftrag nicht erfüllen. Deswegen habe ich Ohama erstochen. Das war ein dummer Gedanke. Dieser Ito Ogami, der es wagt, sich gegen die Obrigkeit zu stellen, wird seinen Auftrag deswegen bestimmt nicht unerfüllt lassen. Dann wird er also auf jeden Fall versuchen, dich zu töten. Er wird es versuchen. Und du hast etwas völlig Überflüssiges getan. Auf den Kampf gegen den Wolf mit dem Kind waren wir ausreichend vorbereitet. Ich hatte gehofft, durch Ohamas Anwesenheit ein zusätzliches Vergnügen zu finden. Kannst du diese Frau denn niemals vergessen? Nein, ich kann sie nicht vergessen. Du hast mir diese Freude genommen, darum geh mir für immer aus den Augen. Ich bitte dich, das kannst du doch nicht machen. Ich bitte dich, verzeih mir. Genza! Oh mein Herr, ich bitte euch, verzeiht mir! Ich bitte euch, verzeiht mir! Helft mir bitte, bitte, helft mir! Verzeiht mir doch bitte, mein Herr! Verzeiht mir! Die Eifersucht einer Frau ist etwas Fürchterliches. Dafür muss Osaki mit dem Leben bezahlen, mein Herr. Ich werde mich ab sofort im Schloss verschanzen. Mich Kemotsu Sugito töten zu wollen, ist das Gleiche, als ob man das ganze Schloss des Mibu-Clans niederreißen wollte. Hab ich nicht recht, Genza? So ist es. Wenn der Wolf mit dem Kind überhaupt wagen sollte, das Schloss zu betreten, wird augenblicklich Alarm ausgelöst. Der von euch gesuchte Auftragskiller, der Wolf mit dem Kind, versteckt sich in der Wassermühle bei der Tenshin-Brücke im Dorf Nagasaka. Bitte schickt dringend und sofort eine schlagkräftige Truppe dorthin. Mit demütiger Verehrung, euer gehorsamer Diener. Das Dorf Nagasaka ist kaum 4 Kilometer von hier entfernt. Schickt sofort eine Truppe dorthin. Ja. Was sehe ich, mein Herr? Sie nehmen Ihr Mittagessen an so einem Ort ein? Ich bereite Ihnen einen Tee. Gehen Sie ruhig schon hinein. Verzeiht, dass wir hier unerlaubt Rast machen. Ach was, das macht doch gar nichts. Das ist nur eine alte Bruchbude. Aber manche Reisende benutzen diese Hütte als Raststätte. Bitte kommen Sie nur herein. Haben Sie keine Hemmung. Kommen Sie, ruhen Sie sich aus. Bitte sehr, mein Herr. So. Setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich bitte. Come on!
Steigerung. Du wirst mitkommen. Es geht ins Reich des Todes. Das war's, Wolf mit dem Kind. Gib auf! Bereite dich auf dein Ende vor. Haltet ein. Ich bitte euch. Du bettelst um dein Leben? Ein Mann, der Henker im Auftrag der Regierung war? Ich kann auch nicht sterben wegen dieses Kindes. Wenn ihr mich verschont, gebe ich euch eine sehr wichtige Erkenntnis über den Clan von Mibu. Und was ist diese wichtige Erkenntnis? Die Politik der Regierung gegenüber diesem Clan. Sie nutzt den inneren Konflikt in diesem Land, um den Clan vollständig zu entmachten. Was? Entmachtung, sagt ihr? Sagt dem Schlossvogt, ich könne nichts mehr sehen. Wenn ich mein Henkerschwert in eure Hände gebe, bin ich unbewaffnet und wehrlos. Das also ist das Henkerschwert. Es wird erzählt, dass es Schicht um Schicht geschmiedet wurde zu einer besonders breiten Klinge. Tatsächlich ist es hervorragend geeignet für die Schlacht. Ich verstehe nun, dass es nicht stumpf wird, selbst wenn man Knochen damit durchtrennt. Ja. Herr Schlossvogt, ich dachte, dass es für das Schicksal unseres Clans notwendig wäre, ihn einmal zu treffen. Ist es denn wahr, dass er fast erblindet ist? Ja. Ein paar Tage wird er seine Augen nicht einmal öffnen können. Gut, ich werde ihn treffen. Mein Herr. Wir können ihn ja immer noch töten, nachdem er uns alles erzählt hat. Warte. Es ist nicht notwendig, das Kind zu dem Verhör mitzunehmen. Doch. Es ist notwendig, dass das Kind mitkommt. Sonst kann ich euch meine Erkenntnisse nicht mitteilen. Ich habe meine Prinzipien als Auftragskiller nur aufgegeben, weil ich meinen Sohn retten will. Wenn er von mir getrennt wird, ist seine Sicherheit nicht gewährleistet und ich werde nichts sagen. Ito Ogami. Ich bin Kemotsu Sugito. Ich frage euch, wie die Regierung zu dem inneren Konflikt in diesem Lande steht. Eine Einmischung in eure Politik ist nicht zu verhindern und wird bald stattfinden. Höchstwahrscheinlich werdet ihr zum Platz des Drachenmundes gerufen werden. Was? Zum Gerichtsort? Fati. Oh, musst du mal, ja? Was ist? Es wäre schlecht, wenn er diesen Hof schmutzig machen würde. Das gehört sich nicht. Könnte ihn nicht jemand zum Austreten bringen? Dafür haben wir keine Zeit. Redet jetzt weiter. Oh nein. Es ist nicht gut, wenn er sich daran gewöhnt, in die Hose zu machen. Na schön. Jemand soll ihn hinbringen. Jawohl. So. Er ist daran gewöhnt, dass ich mit ihm dorthin gehe. Solange ich es nicht tue, gibt er vermutlich keine Ruhe. Löst seine Fesseln. Herr Schlossvogt. Er ist ein vollkommen unbewaffneter blinder Mann. Von so vielen Schwertkämpfern umgeben, was könnte er tun? Eine verdächtige Bewegung und der Mann wird sterben. Lass mich los. Ich will das nicht.
Los, schnell! Worauf wartest du? Das gibt es zu lachen. Der von euch gesuchte Auftragskiller, der Wolf mit dem Kind, versteckt sich in der Wassermühle bei der Tenjin-Brücke im Dorf Nagasaka. Das ist doch der Brief, den der Falke mitgebracht hat. Bitte schickt dringend und sofort eine schlagkräftige Truppe dorthin. Mit demütiger Verehrung, euer gehorsamer Diener. Woher kennst du den Inhalt dieses Briefes? Kein Wunder. Ich selbst habe ihn geschrieben, Herr Schlossvogt. Was hast du gesagt? Absichtlich habe ich euch meinen Aufenthaltsort wissen lassen und mich von euch fangen lassen, damit ich in eure Eingeweide eindringen kann. Das ist die Strategie der Todesgrenze. Nach dem Strategen Sun Shi! Du sollst verdammt sein! Warst du nicht erblindet? Ihr habt die Technik des Flügelerblindungsschlags angewendet. Ich aber kenne eine Maßnahme gegen diese Technik. Ohne die würde ich als Auftragskiller nicht überleben. Tötet ihn! Innerhalb dieses Clans gibt es viele, die die diktatorische Politik von Kemotsu Sugito gehasst haben. Wenn ihr jetzt nicht anfangt, die Reformpolitik voranzutreiben, wird die Regierung wirklich hier eingreifen. Mit dem plötzlichen Tod des Schlossvogtes Kemotsu Sugito endete die diktatorische Politik im Lande Mibu. Das Leben der Bewohner hellte sich ein wenig auf. Aber die Auftraggeberin, die den Wolf mit dem Kind hierher geführt hatte, konnte dieses neue Licht nicht mehr erleben. Sie hatte ihr Leben geopfert, um ihrem Land die Freiheit zu bringen. Dies ist das Grab von Fräulein Usuginu. Es gehört dem Tempel, der Prostituierten hier eine Ruhestätte bietet. Es ist kein Name drauf vermerkt. Lass sie bitte in ein ordentliches Grab. Für die Frau eines Samurai umbetten. Sehr gern. Ich werde die Mönche bitten, Gebete für ihre Seele zu sprechen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Daigoro. Wir gehen.